Mein Thema ist Ethik, buddhistische Ethik. Und Ethik ist eigentlich ein recht bodenständiges Thema, bei dem es wie in vielen anderen buddhistischen Bereichen hauptsächlich darum geht, es tiefer zu verstehen und wirklich auch mit dem Herzen zu verstehen und es auch zu üben. Und sich für das, also jetzt im Fall von Ethik, sich für das ganze Ausmaß von ethischer Verantwortung immer mehr zu sensibilisieren. Von daher würde ich sagen, ist Ethik so ein Thema, der vom Wissensmäßigen her eigentlich bestimmt nicht viel Neues enthält. Keine großen Weisheiten oder Einsichten. Und ja, wahrscheinlich das meiste von dem, was ich sage, wissen Sie. Aber bei Ethik und im Buddhismus auch im Besonderen ist das Wissen eigentlich nicht die Hauptsache, sondern das, dass man das Wissen umsetzt, dass man es übt, dass man sozusagen dieses Wissen, was man hat, was man vom Verstand her hat, dass man es immer tiefer einsinken lässt, mit dem Herzen, wie ich vorhin sagte, versteht und dann auch wirklich immer mehr und immer häufiger, immer umfassender in Handlungen umsetzen kann. Und da gibt es eine schöne kleine Geschichte von einem chinesischen Kaiser, der sich unheimlich darauf freut, den Buddha zu Besuch zu bekommen. Und er freut sich auf ganz tiefgründige Belehrungen, ist ganz begierig darauf, irgendwie diese weisen Belehrungen vom Buddha bald zu hören. Und als der Buddha dann da ist, stellt er ihm die Frage, was denn die Essenz der buddhistischen Lehre sei. Und darauf sagte der Buddha ganz schlicht, Gutes tun, Böses lassen, das Herz läutern. Der Kaiser war etwas enttäuscht und sagte, das ist doch so einfach, dass es ein dreijähriges Kind versteht. Und der Buddha darauf, ja, das ist so einfach, dass es ein dreijähriges Kind versteht. Aber so schwierig, dass es häufig ein 80-Jähriger nicht umsetzen kann. Und das ist so, im Grunde finde ich, eine sehr schöne Geschichte, die veranschaulicht, was wir alle kennen aus bestimmt allen möglichen Bereichen, wie schwierig ist diese Spannung zwischen Theorie und Praxis, das, was wir theoretisch wissen, wirklich in die Tat umzusetzen. Und ja, es geht eben bei Ethik besonders, aber wie bei vielen anderen Sachen im Buddhismus, nicht darum, Dinge zu wissen, sondern sie umzusetzen, sie wirklich zu tun, das förderliche Wissen sozusagen in die Tat umzusetzen. Ich hätte den Vortrag überschreiben können, einfach nur diese Untertitel, Grundzüge buddhistischer Ethik, aber das war ganz, ich habe ganz bewusst diese drei Worte gewählt, weil es im Grunde auch schon das Thema im Grunde ein bisschen genauer fasst. Und das will ich jetzt kurz erläutern. Also Handeln ist ja das, worum es bei Ethik geht, um unser praktisches Tun im Alltag. Aber Handeln im Buddhismus umfasst nicht nur das körperliche Tun, wie wir das normalerweise hauptsächlich verstehen, sondern es umfasst auch unsere Rede, unsere Sprache und unser Denken und unser Fühlen. Also Handeln heißt alles, was sozusagen in uns willensmäßig abläuft. Und das ist, denke ich, ein Konzept, was uns im Westen nicht so gängig ist. Und das gilt sich immer wieder zu vergegenwärtigen, dass Handeln im Buddhismus sozusagen dreifältig ist. Also wie wir häufig sagen, Körper, Rede und Geist umfasst. Und Geist umfasst nicht nur Denken, sondern auch Fühlen. Die Identifikation mit Handeln, mit dem Körper ist uns zwar vertraut und in unserer Gesellschaft besonders stark verbreitet auch, aber es ist im Grunde ein sehr materialistischer, äußerlicher Zugang. Denn das, was wir innerlich empfinden und tun, das hat ja genauso gut eine Qualität und einen Einfluss auf uns. Und je nachdem, wie fein unsere Sensibilität ist, kann man das auch unter Umständen deutlich spüren, dass unser Denken uns... Häufig merken wir es unbewusst, dass wir dann wieder merken, oh, die Schultern sind wieder rechts und links völlig verspannt und wir wissen nicht, wo es herkommt, aber es kommt bestimmt von solchen inneren Dingen, die dann festgehalten sind. Ja, und der wichtige Punkt jetzt hier ist, dass es in der buddhistischen Ethik darum geht, auch für unser Sprechen, das ist vielleicht noch Einsicht, aber auch für unser Denken und unser Fühlen Verantwortung zu übernehmen, sehen, dass wir da ganz große Einflussmöglichkeiten haben. Karma ist zunächst schlichtweg die Sanskrit-Übersetzung für Handeln. Also das auf Sanskrit bedeutet, also eine alte indische Sprache bedeutet Karma einfach Handeln. Und das Gesetz von Karma ist ein ganz wichtiges Gesetz im Buddhismus. Und es sagt ganz kurz gefasst, Handeln hat Folgen. Und von daher
ist sozusagen, Karma schafft schon ganz viel deutlicher jetzt von der Wortwahl her im Titel den Bezug zu Ethik. Und später, ich will eher am Ende noch ein bisschen mehr auf Karma eingehen und auch zu erklären, was Karma im buddhistischen Zusammenhang bedeutet, weil es ist so ein gängiger Begriff, aber das Verständnis ist vielleicht aber auch aus anderen Bereichen und trifft nicht genau die buddhistische Bedeutung. Wie ich sagte, unser Handeln ist also unser ethisches Betätigungsfeld und darin besteht eigentlich im Grunde die spirituelle Praxis, wenn man daran denkt, dass Handeln auch Denken und Fühlen einschließt. Und die Übung besteht darin, dass unser ganzes Handeln mit Körperrede und Geist und Herz immer heilsamer, immer positiver wird, immer mehr zum Guten führt. Und ein stets heilsames Handeln ist das Handeln eines Buddha, ist erleuchtetes Handeln. Und so sind die ethischen Vorsätze im Buddhismus Ausdruck davon, von diesem erleuchteten Verhalten. Es ist im Grunde, diese ethischen Vorsätze sind keine Regeln, es sind einfach Zielvorgaben. Und die sagen buddhistischen Übenden, das ist es, wo wir eigentlich hinwollen. Wir wollen uns dem Verhalten eines Buddha annähern. Und damit wird auch schon deutlich, es ist etwas, was wir nicht schon können. Etwas, das wir immer wieder üben müssen und immer mehr vertiefen und verfeinern müssen. Wir können auch unsere gesamten Handlungen, also dass unsere Taten und unser Sprechen und unser Fühlen und Denken einfach so als das Rohmaterial betrachten. Und ethische Vorsätze oder ethische Leitlinien sind sozusagen die Kanäle oder die Leitungen, durch die wir diese Handlungen durchleiten, um sie in die richtige Richtung zu bringen, die wir einschlagen möchten. Oder bei Rohmaterial hatte ich auch das Bild, man kann das auch sehen wie so ein Steinmetz, der dann einfach an seinem Stein rumfeilt, so wie unser ganzes Wesen samt unseren Handlungen mit Körper, Rede und Geist, dass das eben sozusagen das Material des Steinmetzes ist und wir sind die Steinmetze und meißeln da, bis dann am Ende so ein Buddha sitzt oder steht oder herumgeht. Ja, Handeln ist eben unser Betätigungsfeld und Handeln hat Folgen und diese Folgen, die werden durch die ethischen Leitlinien verdeutlicht und die ethischen Leitlinien, die Vorsätze geben uns auch die Orientierung, sind so Handlungsmuster, geben die uns vor. Moral ist ein recht zwiespältiges Thema. Ich glaube nicht nur für mich. Ich habe auch eben häufiger Ethik benutzt, da das weniger negativ geladen ist. Häufig verbinden wir mit Moral Zeigefinger, Autorität, mangelnde Selbstbestimmung. Es ist etwas, oder auch Regeln, Gebote, sage ich mal, es ist etwas, was uns von außen auferlegt ist. Und in so Sätzen wie Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, was wir wahrscheinlich die meisten von uns in der Schule gelernt haben, was man sicher auch für den Buddhismus anwenden kann, als Satz, als Inhalt, da schwingt trotzdem irgendwie sowas mit. Und wenn du das nicht tust, dann bist du ein böser Mensch, dann bist du schlecht, dann bist du bestraft, nicht mehr geliebt. Ja, also solche Dinge, das ist das, was häufig mit dem ganzen Bereich von Ethik und Moral bei uns etwas vermischt ist. Also dass wir eben Regeln oder ethische Regeln, Gebote mit schlechtem Gewissen, mit Schuldgefühlen oder Angst vor Liebesverlust oder Anerkennung einhergeht. Und das, denke ich, ist recht weit verbreitet. Das ist sozusagen ein Problembereich, den wir begegnen, wenn wir ethisch üben. Ein anderer Bereich ist, dass es manche mehr, manche weniger. Wenn wir mit dem Verstand etwas eingesehen haben, dass wir glauben, dass wir das schon tun können oder dass wir das schon tun können müssten. Simple Idee, ich meine, die meisten Menschen, die würden bestimmt zustimmen, wenn man sagt, es ist nicht gut, Lebewesen zu verletzen. Ja. Und aus dieser Idee heraus, dass man sozusagen dem von auch vielleicht vom Herzen zustimmt, das ist nicht gut, das zu tun, meint man das wirklich auch nicht zu tun. Also man erzeugt quasi aus diesem Wunsch und dieser Idee, dem man zustimmen kann, wie so eine Art innere Autorität oder so einen inneren Richter.
Das wird also zu so einer, diese innere Haltung, die bekommt oft so einen Absoluts- oder Heiz- oder Perfektionsanspruch, dass ich meine, sowas schon tun zu müssen und dann vielleicht erschrocken bin, wenn ich bestimmte Dinge noch nicht tun kann. Und wir fühlen uns dann schlecht und haben dann, es entsteht einfach eine Spannung, wieder die Spannung, die ich vorher schon nannte, die Spannung zwischen was zu wissen und was tatsächlich umsetzen zu können, die Spannung zwischen Theorie und Praxis. Das ist ein anderer Problembereich, dem wir begegnen, wenn wir, wenn es um Ethik geht oder wenn es einfach darum geht, uns unser Verhalten, uns unsere Handlungen genau anzugucken. Ja, ein anderer Aspekt ist, dass so die landläufigen Moralvorstellungen, dass da häufig mit Schwarz-Weiß-Urteilen, Schwarz-Weiß-Urteile mit einhergehen, gehandelt wird. Wir denken und fühlen in so Extremen, was ist gut oder schlecht, falsch oder richtig. Und häufig haben diese falsch oder richtig, gut oder schlecht mit der Beurteilung von außen zu tun. Aber die sind so, so eingefleischt schon in unserem ganzen Leben, dass sie schon so eine richtigen innerlichen Urteile werden, so innere Richter. Und diese Werturteile, die kommen eben durch unsere Gesellschaft, Familie und alle möglichen anderen Konditionierungen. Und die sind oft sehr tief eingeprägt. Und oft sind uns bestimmte Urteile, wie wir Sachen bewerten, gar nicht mal unbedingt bewusst. Damit einhergeht auch die Gleichsetzung von Tat und Täter. Also jemand, der so etwas tut, der ist so und so. Auch wieder eine sehr große Verallgemeinerung. Und es geht auch häufig damit so ein Aspekt von Abwertung einher. Wenn jemand sowas tut und dann kann ich den nicht ernst nehmen und so weiter, solche Dinge. Ein anderer Aspekt, der bei Ethik mit ein Problem sein kann, ist, dass es bestimmte Gebote gibt, denen wir zwar, ein Teil von uns stimmt denen zu und sagt, ja, ich würde das schon gerne befolgen, aber es gibt andere Teile von uns, die in eine andere Richtung gehen, die dem dann widersprechen. Und von daher passiert es auch häufig, dass wir Gebote, die viele, sage ich mal, vielleicht abgelegt haben, wenn sie sich in ein buddhistisches Zentrum begeben, weil sie denken, der Buddhismus ist ein bisschen freier, ein bisschen offener. Dann gibt es wieder Vorsätze, die an die Gebote erinnern. Und dann fragt man sich, was hat das miteinander zu tun? Aber es, dass wir so Dinge, die Leitlinien uns vorgeben, dass wir das als einengend empfinden können. Und das hat ein Großteil auch mit diesem Schwarz-Weiß-Denken, mit diesen Urteilen in Schlecht-Böse, diesen Wertungen, die uns eben, die wir in uns haben, in uns tragen oder die wir von außen aufnehmen und die uns dann oft auch nicht bewusst sind. Und aus dieser Unklarheit heraus wird dann Ethik eben auch als was, ja, entstehen einfach auch schwierige Situation, wo man nicht so genau weiß, wie man sich verhalten soll oder Ethik vielleicht auch abgelehnt gegenübersteht. Aber sie wahrscheinlich eher nicht, weil sonst wären sie nicht hierher gekommen, würde ich mal vermuten. Und es waren jetzt so paar Stolpersteine oder Hindernisse, derer wir uns bewusst sein müssen, wenn wir bewusster mit Ethik umgehen, wenn wir bewusster Ethik üben wollen. Denen begegnen wir, auch wenn es uns vielleicht nicht unbedingt bewusst ist, dass wir merken, bestimmte Dinge fallen uns schwer zu tun und das hat dann mit diesen verschiedenen, sag ich mal, Problemfeldern, die ich gerade benannt habe, zu tun. Und deshalb ist es wichtig, auch diese ganzen, sozusagen diese ganzen Hintergrundaspekte außerhalb von so den konkretischen ethischen Leitlinien sich anzugucken, so die eigene Konditionierung. Das war jetzt eher so der Problembereich, aber wir sind auch mit einem natürlichen Moralgefühl begabt, würde ich mal sagen. Dass wir eine ganz intuitives, tief verwurzeltes Gefühl haben von etwas, was gut oder schlecht ist. So wie vorhin das Beispiel, jemanden nicht zu verletzen, keine Lebewesen zu verletzen, wirklich Schaden zuzufügen, ist für mich sowas, so natürliches Moralempfinden. Und wir haben auch, haben auch ein klares Gespür, was gut und förderlich ist. Und ich denke, das kennen Sie alle wahrscheinlich auch. Dass wir alle wissen, wie erfreulich es ist und innerlich weitend und öffnend es ist, wenn wir aus einem liebenden, offenen Herzen jemandem begegnen, handeln, etwas schenken, etwas geben, jemand anderem eine Freude bereiten, jemand anderen etwas Gutes tun. Das hat, ja, das ist eine Erfahrung, die wir wahrscheinlich auch alle kennen, dass das eine positive Wirkung auf uns hat. Also, dass zum Beispiel eine positive Handlung
eine doppelt positive Wirkung hat. Die hat die positive Wirkung auf uns und auf andere. Und das ist so das, was ich eher das natürliche Moral empfinden nenne. Und die buddhistische Ethik orientiert sich eben eher an so einem natürlichen Moralgefühl. Und Sangha Rakshita, der Gründer der Gemeinschaft, die hier dieses Zentrum betreibt, hebt es besonders hervor, dass buddhistische Ethik keine konventionelle Moral ist, sondern eine Moral, die uns unterstützt auf dem Weg zur geistigen Befreiung. Oder es sind Richtlinien, Verhaltensrichtlinien, Handlungsmuster, die uns unterstützt auf dem Weg zur geistigen Befreiung. Und diese moralische Intuition, die wir alle besitzen, die gilt es wieder zu entdecken und zu reinigen von all diesen Schleiern und Krusten irgendwelcher willkürlicher oder auch konventioneller Regeln. Wir sind umgeben von vielen Menschen, von vielen Einflüssen, Familie, Kultur, die Gesellschaft als Ganze, unsere kleinere Clique, unser Arbeitsumfeld, Freundeskreis. All diese geben uns bestimmte Verhaltensrichtlinien vor. Und oft sind die unausgesprochen, oft ist nicht ganz klar, aber wir spüren in bestimmten Kontexten, sollte man sich eigentlich so verhalten. Und all diese Dinge haben einen Einfluss auf uns. Aber die haben häufig nichts mit einer gesunden, natürlichen Moralverständnis zu tun. Und deshalb ist es wichtig, auch bei einer ethischen Übung, dass wir lernen, diese zu unterscheiden. Was ist wirklich ein gesundes Moralverständnis, natürliches Moralverständnis und was sind Regeln, Konventionen, die damit nichts zu tun haben? Ich will ein Beispiel nennen. Zum Beispiel, freundlich und liebevoll sein bedeutet, ich darf niemanden eine Bitte abschlagen. Es kann sein, dass man so eine Idee, so eine Ansicht in sich trägt, wenn man in einer Umgebung aufgewachsen ist, wo es hieß, wenn du nicht tust, worum ich dich bitte, liebst du mich nicht. Wenn man in solchen Kontexten aufwächst, dann hat man das sehr verinnerlicht und es wird zu einem unausgesprochenen, unbewussten Gebot, einer inneren Regel und durch sowas ist man allen möglichen Vereinnahmungen von außen ausgesetzt, dass man auch unguten Einflüssen sozusagen unterliegen kann, die überhaupt nichts Förderliches und Hilfreiches haben, in einem ethischen Sinn. Nur weil man mit so einer Ansicht aufgewachsen ist. Und ich habe jetzt bewusst dieses freundlich und liebevoll sein gewählt, weil das ja auch ein sehr hoher Wert ist im Buddhismus. Aber es heißt nicht automatisch diese Gleichsetzungen, die dann manchmal passieren, durch bestimmte Konditionierungen. Und im Buddhismus ist es immer wichtig, sich genau anzuschauen, womit ich mich verbinde. Ist das, womit ich mich verbinde, was ich tue, im Falle von einer Bitte, die jemand an mich richtet, führt ihr zu was Gutem oder führt ihr zu was weniger Gutem, weniger heilsam? Im Buddhismus heißt es ganz klar und deutlich, es gibt keinen äußeren Richter. Die Früchte deiner Taten erntest du selbst. Das ist dieses vorhin erwähnte Karma-Gesetz auch. Und von daher ist es in unserem eigenen Interesse, in ihrem eigenen Interesse, dass wir uns so verhalten, dass Leid vermindert wird und das Leid anderer, wie auch unser eigenes Leid, und dass Glück oder Wohlergehen, Heil gefördert wird. Es gibt im Buddhismus verschiedene Begriffe, die dieses positive Handeln benennen. Also ich benutze hier immer unterschiedlich, mal förderlich, mal gesund. Oder auch mit Geschick handeln. Und eine alte Übersetzung für die alten buddhistischen Begriffe ist heilsam, was ich immer wieder ein sehr schöner Begriff finde, weil in diesem Wort Heil, da steckt so dieses Heile und Ganz. Und es hat für mich so den Aspekt, ich handle so, dass es zu Ganzheit führt, zu einer vollkommenen geistigen Gesundheit auch führt. Ja, das waren jetzt ein paar so Hintergrundgeschichten, die eben ablaufen in unserem Leben, unserem Alltag, unserem Geist, unserem Innern, unterschiedlich stark wahrscheinlich bei den verschiedenen Menschen. Und wenn wir versuchen, bewusst ethisch zu leben oder uns daran auszurichten, ist es wichtig, dass wir uns dieser Geschichten bewusst sind und sie uns anschauen und anschauen, welche dieser Aspekte, die ich genannt habe, stärkere Wirkung auf uns haben, uns stärker beeinflussen oder auch beeinträchtigen. Weil wenn wir wissen, was uns beeinflusst und beeinträchtigt, dann haben wir auch eine Möglichkeit, da anzusetzen und damit zu arbeiten und sozusagen diese Stolpersteine oder Hindernisse aus dem Weg zu räumen.
Ja, ich würde Sie jetzt gerne dazu einladen, zu einer kleinen Reflexion, dass Sie einfach für sich mal anschauen können, was ist das, was mich da, wie verhalte ich mich zu diesen ganzen gerade genannten Aspekten? Und können gerne die Augen schließen, sich bequem hinsetzen. Ich stelle einfach so ein paar Fragen und Sie können diese in sich einsinken lassen und gucken, was für Antworten kommen. Wenn die Frage gar nicht passt, einfach still sitzen und ein bisschen entspannen und einfach mal dieses Thema ein bisschen näher an sich persönlich heranzulassen. Was ist meine innere Reaktion auf Ethik oder moralische Richtlinien? Lehne ich sie ab, weil ich mich nicht anpassen will? Empfinde ich sie als einengend? Oder versuche ich, ein guter Mensch zu sein? Versuche es allen recht zu machen, nicht aufzufallen? Oder meine ich vielleicht, ethisch perfekt zu sein? Und ertappe mich immer wieder, wie ich mich innerlich echauffiere, dass andere nur so unethisch sein können. Oder folge ich meinen inneren Werten und riskiere dafür auch Ablehnung oder Opposition oder Ausgrenzung? Wie interpretiere ich diese? Meine ich dadurch, ein besserer Mensch zu sein? Ist sicher noch etwas, was Sie zu Hause beim Bedarf weiterführen können. So ganz knapp habe ich ja auch in der Ankündigung schon die buddhistische ethische Leitlinie gefasst in, es geht darum, Leiden zu vermindern und Glück zu fördern, Heil zu bringen und Unheil zu mindern. Ist etwas, was sich wieder theoretisch ganz simpel und selbstverständlich anhört, aber in konkreten Fällen wird es oft zwickelig und kompliziert, bedarf genauerem Hinsehen und manches bedarf auch einer genaueren Erklärung. So zum Beispiel, was meint der Buddhismus mit Leiden? Ja, Leiden ist für den Buddhismus einmal sind es die Grundtatsachen von Geburt, Krankheit, Alter und Tod. Sie sind alle in irgendeiner Form mit Leiden verbunden. Und obwohl es Grundtatsachen sind, fällt es uns häufig schwer, diese wirklich auch als leidhaft anzunehmen. Geburt haben wir wahrscheinlich keine Erinnerung mehr dran. Also ich als Kind habe keine Erinnerung daran, dass meine Geburt leidhaft war. Oder vielleicht doch, unbewusst, wer weiß. Aber wir denken vielleicht am besten an so etwas Simples, was wir alle kennen. Wie reagieren wir, wenn wir Zahn, Bauch oder irgendwelche anderen Schmerzen haben? Wenn ich die Frage stelle, ist es auch immer, oder wenn man sich selber die Frage stellt, ist es irgendwie immer wichtig, zu gucken, nicht gleich zu werden, sondern erstmal schlichtweg zu gucken, wie reagiere ich tatsächlich? Was läuft da eigentlich ab? Und zwar kann ich sagen, dass meine spontane Reaktion bei einem Schmerz meistens ist, wo kommt er her? Wie kann ich ihn wegmachen? Und ganz simpel. Und ich denke, es ist was ganz Menschliches. Aber nicht nur Menschliches, es geht Tieren genauso, Schmerzen nicht haben zu wollen. Das ist menschlich. Was daraus folgt, wird dann eher sozusagen zu einem kleinen Problemchen ist, dass wir dann hingehen und diese Ablehnung von dem Schmerz versuchen zu rechtfertigen. Damit schaffen wir eher Probleme. Der Buddhismus, der hat für Rechtfertigung und Recht haben nicht viel übrig. Dem geht es hier beim Leiden um Grundtatsachen. Und im Grunde sagt er, wenn ich gegen einen Schmerz ankämpfe, dann vermehre ich mein Leid, weil zu dem, sage ich mal, körperlichen Schmerz, füge ich psychischen Schmerz dazu, nämlich mein Ärger, Frust oder was auch immer,
dass ich den nicht kontrollieren kann, den körperlichen Schmerz, oder dass ich ihn weghaben will. Ich setze eigentlich zu dem, was an Leid schon da ist, nochmal zusätzliches Leid drauf. Und von daher ist es sehr wichtig, unsere Art des Umgangs mit Leid uns genau anzusehen. Wir haben sozusagen die Wahl, es zu vergrößern oder zu verringern. Und wenn ich die Tatsache eines bestimmten Leids, wie zum Beispiel so einen Schmerz, nicht akzeptiere, dann vergrößere ich mein Leid dadurch, indem ich eben diese Ankämpf- oder Ärgergeschichte oder was auch immer damit mache. Das heißt jetzt nicht zu sagen, ach, wie toll, ich habe wieder Schmerzen, ich fühle mich richtig gut. Also ich meine, das ist damit nicht gemeint, sondern einfach, wenn ich Schmerzen habe, dann ist der Schmerz ja schon da. Es geht darum, wirklich das, was da ist, anzunehmen, und das ist der geschickte, sozusagen der geschickte oder sinnvolle Umgang damit. Und vielleicht haben auch einige oder manche die Erfahrung schon gemacht, wenn ich einen Schmerz, sei es einen körperlichen oder auch einen emotionalen, wenn ich mich dem wirklich öffne und die Tatsache annehme, dass er da ist, dann handle ich quasi auf einer innerlichen Ebene positiv. Ich öffne mich und werde weiter. Ich entspanne mich. Dadurch wird der Schmerz nicht mehr als so stark empfunden, weil dazu zu sagen, zu dem schmerzhaften Entspannung ein bisschen dazu einkehrt. Man kann dann mit der Zeit, je nachdem wie akut die Geschichte ist oder wie dauerhaft, kann man dann auch beobachten, dass er sich verändert. Weil in dem Moment, wo wir in die Anspannung gehen und es weghaben wollen, dann können wir überhaupt gar nicht mehr viel wahrnehmen, was für Veränderungen auch in dem Schmerz, mit dem Schmerz vor sich geht. Also durch eine annehmende Haltung von dem Leid, was wir gerade erleben, egal welches es ist, ob psychisch oder körperlich, helfen wir uns, mit dem Leid auf eine sinnvolle Art und Weise umzugehen und verringern sozusagen das Leid. In dem kleinen Beispiel habe ich schon diese leidverursachenden Grundübel benannt. Die sind drei, ganz einfach. Abneigung, Begehren und Unwissenheit. Und von diesen Grundübeln, klingt so böse, aber ist halt einfach auch so eine Grundtatsache, von diesem sind die unerleuchteten Menschen angetrieben. Das ist sozusagen ihr Gefängnis. Und von daher auch der Aspekt, vorhin sagte ich, es geht um Befreiung im Buddhismus. Ja, es geht um die Befreiung aus diesem Gefängnis von Abneigung, Begehren und Unwissenheit. Wenn man diese Grundübel an der Wurzel abgeschnitten hat, wenn die da abgeschnitten sind oder beseitigt sind, auch herausgerissen sind an der Wurzel, dann sind diese Menschen befreit, erleuchtet, erwacht. Dann können sie nämlich sehen und erkennen, was zu Leiden führt, und können das auch unterlassen. Gehen nicht mehr diesen leidbringenden Weg. Wenn ich diese drei Grundübel etwas umformuliere, ein bisschen genauer, dann merken sie sicher, dass sie allen recht vertraut sind. Abneigung heißt nicht einfach nur, jemand nicht leiden zu können oder etwas nicht leiden zu können, sondern es ist einfach die Bewegung des Abstoßens, Wegstoßens von dem, was uns unangenehm ist. Und es kann leicht unangenehm sein oder stärker unangenehm wie ein Schmerz, den man nicht haben will. Aber die Bewegung, oder mich zurückziehen, nee, will ich nicht haben. Das alles ist sozusagen, diese ganzen Schattierungen gehören zum Thema Abneigung. Wenn ich was nicht haben will, ist damit häufig dann auch Begehren verknüpft, oder kann man damit auch verknüpfen, ist, ich möchte unbedingt nicht Schmerz. Ich möchte nicht dieses Unangenehme. Ich möchte, dass es wieder entspannter oder angenehm oder sonst wie ist. Und je nach Typ aktivieren wir unterschiedlich viele Kräfte, um eben zu dem Begehrten zu kommen. Ja, Begehren ist im Grunde die Sehnsucht oder das Greifen nach dem, was angenehm ist. Wir möchten das Angenehme haben. Und die Unwissenheit ist dann die Verblendung darüber, dass solches Handeln Leiden bringt. Oder dass das Nicht-Hinschauen oder das zu tun, als könnten wir den Schmerz ignorieren, dass das auch keine Lösung ist. Unwissenheit heißt auch, wir schauen nicht genau hin, was auf Dauer wirklich Zufriedenheit bringt. Oder was auf Dauer wirklich Leid vermeiden könnte. Oder
Wir schauen auch nicht hin, weil wir nicht sehen wollen, dass das, was wir gerade tun, uns gerade wieder in etwas sehr Leidhaftes hineinmanövriert. Aber wir möchten so sehr haben, dass wir das nicht sehen wollen, also lieber ein bisschen weggucken und so tun, als ob wir es nicht sehen. Ja, und in diesen Spannungsfeldern, diesem simplen Ablehnen, das Ablehnen, Wegstoßen von uns, was uns unangenehm ist, und das Heranziehen wollen, was uns angenehm ist, oder dieses Nicht-Hinschauen wollen, in dem bewegen wir uns alle irgendwo in bestimmtem Maß, solange wir nicht erleuchtet sind. Und je bewusster und aufmerksamer, einsichtiger und wohlwollender wir durch unsere Übung, unsere spirituelle Übung werden, desto mehr schaffen wir es, diese Mechanismen ein bisschen zu lockern. Mal, wenn wir merken, wir wollen wieder in die gewohnten Richtungen etwas ablehnen oder etwas heranziehen, dass wir innehalten können und einfach mit dem sein können, was da ist. Und was ich an diesen drei simplen Mechanismen und wirklich auch körperlich, kann man ja auch in Gesten umwandeln, mit Wegstoßen haben wollen und Augen zu, so hilfreich finde, sie können uns eine gute Orientierung bieten, eigentlich in allen Alltagsfragen. Wir können uns immer fragen, wenn wir in irgendeinem Konflikt sind, wie soll ich mich verhalten, wie fühle ich mich gerade, was ist da gerade los? Wir können uns im Grunde immer diese Fragen stellen, die man ziemlich leicht herausfinden kann, gerade durch diese simple Gestik. Ja, und als so grundlegende Motoren sind, wollte ich da auch nochmal eine Reflexion dazu machen und einfach so ein paar Fragen, wo Sie gucken, was für Antworten Ihnen da kommen. Um zu gucken, welche Neigungen Sie da genauer haben. Ja, können Sie sich entspannt hinsetzen und einfach so in sich einträufeln lassen. Kann ich dem, was ich nicht mag, ausweichen? Es aus meinem Leben heraushalten? Kehrt es nicht immer wieder zurück? Wie gehe ich mit den Eigenschaften um, die ich an mir nicht mag? Blende ich sie aus? Überspiele sie? Oder projiziere sie auf andere? Wie fühlt es sich an, ständig etwas aus dem Weg gehen zu müssen oder zu wollen? Hat das etwas Befreiendes? Oder eher ein Gefühl von auf der Flucht sein? Wie ist es, wenn ich etwas sehr stark begehre, unbedingt haben will? Vielleicht fällt Ihnen etwas ein und Sie können in sich spüren, wie sich das anfühlt, etwas sehr stark haben zu wollen. Was würden Sie alles dafür tun, um es zu bekommen? Und wenn Sie es dann haben, bekommen haben, ja, dann ist erstmal Erleichterung und Freude da. Doch was folgt dann? Beginnt dann nicht die Sorge, es zu verlieren? Und wie ist das, wenn Sie etwas nicht bekommen, das Sie haben möchten, sehr begehren? Wie fühlt sich das an? Wie gehe ich mit Dingen oder Gefühlen um, die mir nicht gefallen, nicht in den Kram passen? Blende ich sie aus? Oder blende ich auch das Gefühl aus, etwas Bestimmtes haben zu wollen? Aus Angst, ich kann es eh nicht bekommen und will mir damit den Frust ersparen? Ignoriere ich meine Sehnsüchte und Bedürfnisse aus demselben Grund, der Angst, dass sie ohnehin nicht erfüllt werden? Will ich Dinge, Zusammenhänge nicht sehen, weil ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll? Schließe ich oft die Augen und tue, als seien Dinge nicht da?
Ja, diese drei Tendenzen, die Abneigung, Begehren, Unwissenheit. Es ist nicht gut oder schlecht, wir sind deshalb keine Sünder und bösen Menschen, sondern es ist einfach so, dass unerleuchtete Menschen davon angetrieben werden. Das ist einfach das, was wir uns anziehen müssen, womit wir arbeiten müssen und mehr nicht. Und es ist wichtig, dass wir uns dieser Tendenzen bewusst werden. Und das ist ein langer Prozess. Es ist immer wieder hinschauen und zu sehen, was ist meine Hauptneigung, wo stehe ich gerade? Und je bewusster wir uns sind, dieser Tendenz, desto mehr können wir auch ihr entgegensteuern. Und das Entgegensteuern geht dann eben eher mit diesen positiven ethischen Leitlinien oder Vorsätzen. Hier in dem buddhistischen Zentrum werden die vor der Meditation häufig rezitiert. Und es sind Leitlinien, wie wir uns einfach von diesen, sag ich mal, negativen oder leidbringenden Grundtendenzen wegbewegen können. Und sie ähneln auch sehr einem moralischen, natürlichen Moralverständnis. Und so geht es beim ersten Vorsatz, der grundlegendste ist, erstmal darum, Lebewesen nicht zu schaden, kein Leid zuzufügen, nicht zu verletzen, sondern Leben zu achten und liebevoll damit umzugehen, bestätigen damit umzugehen. So der erste Vorsatz, der so die Basis ist, die Grundlage von allen anderen Vorsätzen von ethischen Leitlinien, ist auch Gewaltlosigkeit, keine Macht oder Kontrolle über andere auszuüben. Es ist eine Bejahung des Lebens, eine Bejahung von allem, was lebt. Und es ist nicht die Bejahung deren Verhalten, sondern die Bejahung des Wesens, des Lebens. Dieses Bejahende und Gewaltlose sehr grundlegende Haltung im Buddhismus. Und niemanden zu schaden hört sich noch relativ leicht an oder auch niemand körperlich zu verletzen. Niemanden zu verletzen, naja, ich meine, wie viele verbalen Verletzungen und unbewussten Verletzungen oder ungeschickten Verletzungen, das wird schon schwieriger. Aber dann allen Wesen mit einer liebenden Haltung zu begegnen, das ist schon was recht Großes. Also es ist ein sehr breites Übungsspektrum. Und im Buddhismus und auch hier in diesem Zentrum gibt es auch eine Meditation dazu, wo diese Haltung, diese liebende Haltung eingeübt wird. Das ist die liebende Güte-Meditation, wird sie auch manchmal bezeichnet. Oder hier heißt sie Metta-Bhavana in ihrem Pali, in der altindischen Sprache. Und durch das Üben dieser Meditation können wir diese liebevolle Haltung mehr kultivieren. Verstärken wir die in uns. Dann gibt es den fünften Vorsatz an zweiter Stelle, weil der erste ist eben der grundlegende und der fünfte ist für mich sozusagen die Arbeitsanweisung oder die Arbeitsgrundlage. Er besteht darin, dass es darum geht, dass wir den eigenen Geist nicht trüben. Egal auf welche Art und Weise. Sondern, dass wir wach und achtsam sind. Und irgendwie, was ich die ganze Zeit schon erwähnte, da ging es immer um Hinsehen, genaues Hinsehen, Hinspüren. Es ist ganz klar, wir brauchen Aufmerksamkeit und Achtsamkeit und Reflexion, Zurückhalten, Innehalten, um unser Verhalten überhaupt reflektieren zu können, um zu wissen, ich muss erstmal wissen, was ich tue, um mein Tun verändern zu können. Und dazu brauchen wir Achtsamkeit. Und wenn wir ständig mit mehreren Dingen gleichzeitig beschäftigt sind, essen, telefonieren und halb das Geschirr noch spülen oder so, wenn ständig um uns rum irgendeine Geräuschkulisse ist, irgendwie Radio, Fernseher oder was auch immer, dann fällt es sehr schwer, das auch noch aufmerksam zu sein. Und von daher ist nur so eine gewisse Stille und ein genaues Hinsehen. Also wie viel bekomme ich eigentlich mit? Mit was bin ich alles angefüttert? Und um diese größere ethische Sensibilität zu kultivieren oder Schärfe zu kultivieren, brauchen wir eben auch Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, mehr Stille. Und Meditation ist da sicher
sehr hilfreich als eine formale Methode, wo wir uns ganz bewusst mal für ein paar Minuten, was weiß ich, das kann von 10 bis 40, 50 gehen, still hinsetzen und versuchen, nichts zu tun und einfach nur genauer hinzusehen, in uns zu sehen oder auch diese liebende Güte zu kultivieren. Die Vorsätze 2, 3 und 4 dann beziehen sich ausgehend von der grundlegenden Haltung von Achtung, von Leben, von Nichtverletzen auf die praktische Lebensbereiche, auf die Verbindung mit unserer Umwelt. Um einen zweiten Vorsatz geht es darum, wird so schön formuliert, nicht Gegebenes nicht zu nehmen, was mehr ist als nicht stehlen. Das heißt zum Beispiel niemandem meine Wünsche oder meinen Willen aufzwingen, niemandem seine Zeit oder Energie zu rauben, ohne dass er mir die tatsächlich geben will. Oder auch nicht durch unterschwellige oder direktere Manipulation irgendjemanden dazu bewegen, mir das zu geben, was ich haben möchte. Und positiv ausgedrückt geht es hier um Großzügigkeit, um eine nach außen gewandte, gebende Haltung, ob materiell oder immateriell. Also im Grunde drückt dieser zweite Vorsatz diese Haltung von einem offenen, liebenden Herzen, eine bejahende Haltung allen Wesen gegenüber, die wird hier jetzt in Taten umgesetzt. Und es müsste nichts Materielles sein, es kann einfach nur sein, dass ich auch jemandem meine Aufmerksamkeit schenke, wenn er sie gerade braucht, Zeit gebe, Energie gebe, aber natürlich auch Materielles gebe. Der vierte Vorsatz betrifft dann unsere Sprache. Der vierte Vorsatz geht es um die Sprache, darum die Unwahrheiten, nicht die Unwahrheit zu sprechen, sondern die Wahrheit. Wir sind ja meistens am Reden, also wenn wir mit Menschen zusammen sind, reden wir ja auch häufig. Und da ist eben die Frage, ja, wie spreche ich auch? Und die Sprache, kennen wir wahrscheinlich auch alle, kann sehr viel Verletzung passieren. Es ist sehr schnell ein ungeschicktes Wort gesagt, falscher Ton. Und sich dessen auch bewusster zu werden, dieser verschiedenen Nuancen, ist ein weiterer Aspekt. Aber eben auch ganz speziell der Aspekt von Wahrheit, eben nichts Unwahres zu sagen. Aber das ist gar nicht so leicht, wie es sich anhört, weil um die Wahrheit zu sprechen, müssen wir sie auch kennen. Also da ist auch wieder der Aspekt der Aufmerksamkeit, der Achtsamkeit. Wir müssen uns auch unserer inneren Motivation oder dem, was in uns vorgeht, was wir mitteilen, auch bewusster sein. Und nur so können wir auch wirklich wahr sprechen. Was heute wahr ist, ist vielleicht in einem Jahr nicht mehr wahr. Ich kann mich auch an Situationen erinnern, wo ich aus Überzeugung irgendwas gesagt habe, das ist kein Problem für mich. Und ich habe dann einen Monat später feststellen zu dürfen, oh, das ist eigentlich ein großes Problem für mich. Also das ist so der Aspekt von Wahrheit, hat sehr viel auch mit Innenschau genauer hinzuschauen zu tun. Was ganz hilfreich ist, auch um diesen Redeaspekt sich darin mehr zu üben, sind auch Phasen des Schweigens, des Nichtredens. Weil durch das Nichtredens wird auch bewusster, aus welchen Motiven heraus ich etwas sagen würde, möchte ich wirklich mich durch das, was ich sage, mit dem anderen Menschen verbinden? Oder ist das nur ein Lückenfüller? Oder ist das nur eine Verlegenheit? Oder möchte ich gesehen werden? Und es geht gar nicht um den Kontakt, sondern nur um mich. Also dieses mal still zu sein, ist sehr hilfreich, um wirklich sich besser kennenzulernen und was wirklich meine Motivation ist, um in den Kontakt zu gehen. Oder auch manche Situationen, wenn man sich mal zurückhalten kann, irgendwas nicht zu sagen, dann merkt man vielleicht, es geht auch ohne und so wichtig ist es auch nicht gewesen. Das ist auch wieder dieses Prinzip, man wird sich bewusster, was wirklich wesentlich ist und dass man vieles vielleicht auch lassen kann und dadurch das Leben ein bisschen einfacher, entspannter ist. Ich muss nicht immer meine Kommentare abgeben, die sind manchmal gar nicht so interessant. Und so im Sinne, ja.
Ja, es sind einfach nur, manchmal sind es, manche Sachen sind einfach eher Luftblasen und müssen gar nicht gesagt werden. Der dritte Vorsatz dann bezieht sich auf sexuelles Fehlverhalten. Und das finde ich nicht uninteressant, dass das jetzt extra herausgehoben wird als Verhalten. Und ich vermute mal, ich habe das jetzt nie so genau nachgeforscht, weil die sexuelle Energie eine besonders starke Kraft ist und weil das ein Bereich ist, in dem ziemlich viel Leid verursacht werden kann. Und problematische Bereiche, wo Leid verursacht werden kann, macht es Sinn, wenn es um Ethik geht, dass man hervorhebt, pass auf, hier ist ein Bereich, der ist besonders tückisch, da muss man genauer aufpassen, dass man eben kein Leid zufügt. Und in dem Bereich, das passiert so leicht, verbale Unaufrichtigkeiten, die vielleicht gar nicht böse gemeint sind, aber auch gerade Ausbeutungen. Ich finde jemanden besonders begehrenswert und werde dann ganz, ganz schrecklich manipulativ, um dann das zu bekommen, was ich haben möchte. Oder auch weniger subtile Manipulation. Also es ist ein sehr, sehr kniffliger Bereich. Traditionell ist mit sexuellem Fehlverhalten Ehebruch gemeint, Sex mit Unmündigen oder Sex durch Gewalt zu erzwingen sich. Und auf unsere, ja, das kann man für uns auch noch sagen, aber ich meine, es gibt ja auch genügend andere Beziehungsformen und so weiter. Auch heutzutage sind ja Leute nicht unbedingt verheiratet. Aber es geht darum, bestehende Beziehungen zu achten. In dem sexuellen Bereich kein Verhalten auszuüben, auszuführen, was dem Gegenüber oder Dritten oder Vierten schadet. Ja, das sind so ganz kurz gefasst die konkreteren Vorsätze, die sehr breit in ich würde mal sagen, in allen buddhistischen Traditionen sind diese fünf Vorsätze grundlegend und werden als grundlegende Übungsfelder betrachtet. Aber es sind Übungsfelder. Also ich habe ja schon eingangs mehrfach betont, es geht nicht um das Wissen, sondern um das Umsetzen. Und bei Übung müssen wir Geduld haben. Wir müssen Geduld mit uns haben, dass wir das eben noch nicht so können. Und auch zu sehen, dass diese ganzen Bereiche, dass die einfach sehr komplex sind. Und da kann man sich manchmal einzelne mehr vornehmen, um konkreter daran zu arbeiten. Aber Geduld haben heißt nicht, dass wir unsere Fehltritte entschuldigen oder rechtfertigen oder darüber hinwegsehen, sondern dass wir sie annehmen als Teil unserer Unzulänglichkeit als Menschen, dass wir eben das im Moment noch nicht besser tun können. Und wir sind auch nicht weniger wert, wenn wir das noch nicht tun können, sondern das ist da, wo wir jetzt stehen. Wir sind eben angetrieben von diesen Abneigungen, Gier, Hass und Verblendung, wie das immer heißt. Aber wir haben genauso gut die positiven Anlagen. Wir als Menschen haben die Möglichkeit, uns zu entwickeln. Wir haben die Möglichkeit, uns aus diesem Rad, aus diesem Gefängnis von Gier, Hass und Verblendung hinaus zu entwickeln. Wir können über unser Verhalten reflektieren und haben dadurch die Möglichkeit, dann auch es zu verändern. Und die positivste Anlage ist eben diese Möglichkeit zur Befreiung, zur Selbstreflexion und dann zur Befreiung aus solchem Verhalten. Und wenn wir Ethik üben, wenn wir uns allein schon entschließen, das zu üben, sind wir schon dabei, unsere positiven Anlagen zu fördern und in eine andere Richtung zu bewegen und die Leidbringenden dadurch zu schwächen. Aber wie gesagt, alles ist ein Prozess, der dauert und Geduld erfordert. Und Geduld ist bestimmt ein Bestandteil, der zur Übung des ersten Vorsatzes gehört, der zur liebenden Güte gehört. Und auch hier also will ich ein Beispiel sagen, wenn wir zum Beispiel wieder jemand angeplafft haben, obwohl wir uns schon 100-mal vorgenommen haben, ich will nicht mehr zu impulsiv sein und irgendwie jemand anblaffen, wenn er irgendwas sagt, was mir nicht passt. Okay, wenn ich das schon gemacht habe, ist es passiert. Genauso wie mit dem Schmerz vorhin. Es macht also wenig Sinn, mich darüber zu ärgern oder mir Vorwürfe zu machen, dass ich es wieder nicht geschafft habe. Damit verstärken wir nur wieder die negative Wirkung. Weil Ärger gehört ja in den Bereich der Ablehnung.
und ist genauso eine unheilsame Handlung. Und es ist also in unserem eigenen Interesse, dass wir lernen, mit so einem sozusagen Fehltritt oder Verstoß gegen was, was wir eigentlich üben wollen, annehmend umgehen können und nicht es verstärken, indem wir uns nochmal darüber ärgern. Denn Ärger ist eine häufige Reaktion auf Dinge, die dann nicht unseren Vorstellungen gemäß laufen. Und es kann halt eben auch für das Verstoßen gegen den Übungsvorsatz zutreffen. Wenn ich mich eben ärgere, verstärke ich die unheilsame Tendenz eigentlich nur noch. Und ein positiver oder ein förderlicher Schritt wäre dann, es offen ehrlich anzunehmen, okay, ich habe mir es zwar vorgenommen, aber ich habe es jetzt gerade eben wieder nicht geschafft. Und manchmal ist es hilfreich, vielleicht sich zu sensibilisieren und in sich zu spüren, wie unangenehm sich das anfühlt, bestimmte Dinge zu tun. Also man kann vielleicht auch wirklich körperlich schon spüren, dass es unangenehm ist, jemand so anzublaffen. Aber wenn ich es getan habe, ich kann was tun, ich kann hingehen, ich kann mich entschuldigen. Und wenn ich es wirklich für mich angenommen habe, dass ich sehen kann, okay, ich will das üben und ich möchte es nicht wieder tun, ich entschuldige mich aus dieser Übungshaltung heraus, kann ich auch annehmen, was mein Gegenüber dann vielleicht sagt, was vielleicht auch nicht unbedingt schön ist. Und bei einer Entschuldigung kann es auch passieren, dass ich erwarte, dass die Entschuldigung angenommen wird. Aber das ist alles wieder in so einem Problembereich. Also wenn ich wirklich einfach nur annehmen kann, ich habe jetzt jemand angeblafft und ich möchte es wieder gut machen, dann entschuldige ich mich ohne die Erwartung, dass mein Gegenüber das annimmt. Und ich kann auch entspannt, im Idealfall entspannt damit umgehen, wenn es vielleicht sagt, ja, das bin ich schon gewohnt von dir, das machst du immer so. Und kann vielleicht dann auch hingehen, kann sagen, ja, das stimmt, ich habe Neigung, das anzubluffen und ich möchte es auch gerne ändern, ich kann es aber noch nicht und mir gefällt es selbst nicht. Aber ich arbeite daran. Ich denke, so dieser letzte Satz, das ist wirklich ein sehr sehr fortgeschrittener Umgang mit solchen Situationen. Aber ich finde es schön, so diese verschiedenen Stufen, Abstufungen oder was da passieren kann oder was auch in so einem positiven Vorsatz wie ich habe jemand angeblafft, ich entschuldige mich dafür, was da sozusagen auch wieder an negativen Dingen passieren kann. Deshalb habe ich das immer so ein bisschen aufgeschlüsselt. Und eben so ein Fehltritt, egal was es ist, für sich anzunehmen, ohne ihn zu entschuldigen, bedeutet voll und ganz Verantwortung dafür zu übernehmen. Und nur wenn ich voll und ganz Verantwortung dafür übernehme, bin ich in der Lage, einfach mehr zu sehen, was kann ich positiv tun. Und darin liegt auch deshalb so eine große Stärke, weil es enthält erstens Selbstliebe. Ich verurteile mich nicht für mein Verhalten, sondern sehe es als Fehltritt, an dem ich arbeiten muss. Ich sehe es einfach als das, was es ist. Ich übernehme Verantwortung für mein Handeln und dadurch werde ich sozusagen meines Glückes Schmied. Und wenn wir weitergehen wollen und Menschen haben, die auf ähnliche Art und Weise üben, Ethik üben, können wir mit ihnen zusammen genauer ansehen, was zu diesem Verhalten geführt hat, was die Bedingungen sind. Und dadurch können wir A, vielleicht sehen, dass es wichtig ist, für uns bestimmte Bedingungen zu vermeiden, weil wir sonst immer wieder das Gleiche schlechte Verhalten oder unheilsame Verhalten ausführen oder dass wir vielleicht unter bestimmten Umständen besonders wachsam sein müssen oder man findet vielleicht heraus, was darunter liegt, dass zum Beispiel auch diese Person, die ich immer anklaffe, aber auch irgendwas hat, was mich besonders reizt. Vielleicht, dass sie mir immer irgendwie alle Arbeit zuschieben will. Und wenn ich sehe, was darunter liegt, habe ich eine Möglichkeit, diesen Reizpunkt irgendwie konkreter anzusprechen, anzugehen und auf der Ebene vielleicht eine Veränderung herbeizuführen. Und im Rahmen unserer spirituellen Gemeinschaft üben wir solche Eingeständnisse von Fehlern. Ist das auch ein Teil der Übung? Dass wenn jemand gegen einen Vorsatz verstoßen hat und es bereut und daran arbeiten möchte, dann teilt er es einer Mitübenden mit, durchaus ganz formal und sagt, oh, ich habe das und das getan, ich bereue das, ich möchte es nicht wieder tun. Und dadurch, dass jemand anders das hört, ist es eine Unterstützung für mich in meiner Übung. Und wenn es ein bisschen komplexer ist, kann man dann zusammen diesen Verstoß besprechen und kann eben zusammen diese verschiedenen Bedingungen erforschen.
die dazu geführt haben. Und es kann einem helfen, dann bei der weiteren Übung zu wissen, ich habe jemandem gesagt, ich möchte das nicht wieder tun. Oder diese Erforschung, die einem deutlicher gemacht hat, was sind die Bedingungen, die dazu führen, dass ich mich immer auf eine bestimmte Art und Weise unheilsam verhalte. Was bei all dem wichtig ist, sind irgendwie Anflüge von Schuldgefühlen oder schlechtem Gewissen hinter sich zu lassen. Oder wenn man merkt, dass man sehr dazu neigt, Schuldgefühle zu haben oder ein schlechtes Gewissen zu haben, das zu einem Teil der Übung zu machen. Denn Schuldgefühle oder schlechtes Gewissen, das hat nichts mit Ethik zu tun. Es ist eher auch was Unheilsames. Und es ist wichtig, es aufzuschlüsseln, was da eigentlich passiert. Und es sind Bremsklötze in unserer Übung. Weil wenn man, die meisten kennen das wahrscheinlich, Schuldgefühle und schlechtes Gewissen führen eher dazu, Dinge zu verschleiern, als sie offen zu legen. Oft haben sie mit geringem Selbstwert zu tun. Und da ist es auch wieder hilfreich, dann die Meditation der liebenden Güte zu üben. Oder auch Rituale können hilfreich sein. Hier im buddhistischen Zentrum üben wir zum Beispiel Pujas oder rezitieren vor dem, wie ich vorhin erwähnte, vor der Meditation die Zuflüchten und Vorsätze. Solche Rituale können auch helfen, einem negativen Selbstbild entgegenzuwirken. Oder die Widmung der Verdienste nach der Meditation, durch die man sich mit allen Lebewesen verbindet. So, nun wollte ich auch noch diese eingangs versprochenen Worte zu Karma sagen. So, Karma ist eben nur eine Sanskrit-Formulierung für Handeln, von daher ist es im Grunde eigentlich nur eine Fortführung dessen, was wir jetzt schon gehört haben. Und das Gesetz von Karma, dieser Aspekt von, dass alle unsere Handlungen Folgen haben, ist die ethische Dimension von bedingtem Entstehen. Bedingtes Entstehen ist das, die große Einsicht, die der Buddha mit der Erleuchtung-Erfahrung hatte. Das, was kurz gefasst bedeutet, dass alles in Abhängigkeit von Bedingungen entsteht. Und wenn diese Bedingungen, durch die etwas entstanden ist, wegfallen, dann vergeht es auch wieder. Alltagspraktisch und sehr greifbar ist das formuliert in einem ersten Vers von einem alten buddhistischen Text, dem Dhammapada. Handle mit unreinem Geist und Leiden wird dir folgen, wie das Rad dem Fuß folgt, der den Wagen zieht. Handle mit reinem Geist und Glück wird dir folgen, wie der Schatten dem Körper folgt und nicht weicht. Ja, dieses Gesetz von Karma besagt ja alles, alle Handlungen haben Folgen und die Folgen entsprechen der Art unseres Tuns, wie es hier heißt. So positive Handlungen haben positive Folgen und negative Handlungen haben negative Folgen. Da jetzt aber Handeln und besonders auch die inneren und äußeren Bedingungen, die zu Handlungen führen, komplex sind und für uns als Unerleuchtete nicht völlig zu durchschauen sind, können wir über die zukünftigen Folgen nicht so viel aussagen. Sondern gibt es vor allen Dingen keine so 1:1 Verbindung. Wenn ich dies tue, habe ich das Ergebnis. Bei kleinen Dingen ist sowas manchmal der Fall, wie wenn ich nenne das dann Instant Karma. Wenn ich etwas tue und mit meinen Gedanken ganz woanders bin und dann irgendwie die Tasse oder sonst wie irgendwas umfällt, ich was verschütte oder so, dann, das empfinde ich immer so als Wecker. Ah ja, okay. Gut, ja, ich habe es gemerkt, ich war mit den Gedanken woanders. Aber in den meisten Fällen oder in größeren, allgemeineren Handlungen ist es häufig nicht so einfach festzustellen. Und das Wesentliche an diesem Prinzip ist, dass ich versuche förderlich zu handeln, um eben mich geistig zu befreien, nicht um Karma-Punkte zu sammeln. Ja, und der Satz ist so schön, wenn ich förderlich handle, wird dem Glück folgen, wie der Schatten dem Körper. Das ist auch so eine Vertrauenssache, weil wir können förderlich handeln und sehen das Glück vielleicht noch nicht. Aber es ist wichtig, dass wir dem Vertrauen schenken, dass es irgendwann dazu führen wird. Und
Klar, es gibt auch kleine Handlungen, wie ich vorhin erwähnte, wenn man jemand etwas Gutes tut oder jemand etwas schenkt oder jemand sonst wie unterstützt, da kriegt man es oft direkt mit, dass es eine positive Wirkung hat. Aber wir können auch scheinbar förderlich handeln und das führt vielleicht nicht unbedingt zu diesem direkten Glück, was wir uns erwünschen. Und da es kommt vielleicht auch wieder der Begehrensaspekt hinein, dass wir dann zu viel erwarten, dass wir sozusagen gleich eine Belohnung gerne hätten für ein bestimmtes Tun. Aber so funktioniert es eben nicht. Und da braucht man auch Geduld, bis das Glück dann kommt sozusagen. Und die Folge von den Handlungen ist streng genommen nicht Karma. Karma bedeutet Handeln und ist das aktiv, was wir aktiv tun. Die Folgen unseres Handelns, die heißen auf Sanskrit in der alten indischen Sprache Karma Vipaka oder Karma Pala. Das ist die Folgen unseres Handelns, das ist das gereifte Karma, unsere gereiften Handlungen, die Frucht unseres Handelns. Und wenn Karma im Sinn von früheren Taten benutzt wird, was häufig auch der Fall ist, das ist eben mein Karma, wenn mir bestimmte Dinge passieren. Das ist eine falsche, irreführende Verwendung, die vielleicht für den Hinduismus gilt, aber bestimmt nicht für den Buddhismus. Und was daran für uns, für unseren Alltag wichtig ist, ist es, diese Unterscheidung zu kennen. Das Karma, das aktive Handeln ist in diesem Moment. Und dass das, was vergangen ist, dass das eben Karma Pala oder Karma Vipaka ist sozusagen die Frucht unseres Handelns. Also dieses Vipaka oder Pala hat mit der Vergangenheit zu tun. Und die Vergangenheit, an der können wir nichts ändern. Wir können nur unseren Umgang, wie wir damit umgehen, etwas ändern. Also wir haben nur auf die Gegenwart, also unser gegenwärtiges Verhalten, darauf haben wir Einfluss. Was schon passiert ist, können wir nicht mehr rückwirkend beeinflussen. Wir können es nur insofern rückwirkend beeinflussen, dass wir jetzt in Zukunft unser förderliches Tun mehren und dadurch vielleicht ein positiveres Gegengewicht schaffen zu dem Vergangenen. Ob wir zum Beispiel etwas als angenehm oder unangenehm erleben, das ist auch eine Folge von früherem Handeln, eine Frucht von früheren Handeln. Und so spontane Abneigungsreaktionen oder Begehrensreaktion, Anziehungsreaktion, also der bloße erste Impuls, sympathisch oder unsympathisch, sage ich mal, oder mag ich nicht, der ist eine Frucht unserer Vergangenheit. Und keine Ahnung, wie lange das sich schon geprägt hat und dass es dann immer wieder passiert, ist normal. Aber was wir dann damit machen, das ist dann schon wieder unser Karma. Wenn wir etwas angenehm oder unangenehm empfinden, wenn wir dann aus dem Angenehmen in ein Begehren uns bewegen oder aus dem Unangenehmen in eine Abneigung und auch noch uns daraus eine Definition machen, so ich bin ein Mensch, der dies und jenes nicht mag oder der dies und jenes mag, das ist wieder ein aktives Handeln, wodurch wir sozusagen Vergangenes verstärken. Unsere Handlungsmöglichkeiten liegen eben nur in diesem Moment. Wir können vergangene Handlungen nicht wieder gerade rücken. Wir können nur das Positive für die Zukunft versuchen zu mehren. Und manchmal denken wir ja gerade bei so spontanen oder so starken Neigungen, die wir haben, dass die nicht zu verändern sind. Und da möchte ich noch ein Beispiel erzählen aus meinem Leben, die mich selbst überrascht hat, die aber illustriert, es sind Veränderungen möglich und auch, wenn sie nur auf einer gedanklichen Ebene teilweise erstmal ablaufen. Und zwar hatte ich seit Kindheit eine sehr starke Neigung, klare Ablehnung und klare Anziehung, sehr definitiv. Ich weiß ganz genau, wusste sofort immer ganz genau, was oder wen ich nicht mag und was ich mag. Habe ich ja gerade gesagt, da ist ja nichts Schlimmes dran. Aber ich fand es richtig und gut, klar zu wissen, was ich nicht mag und mag, und habe mich quasi dadurch definiert und habe es auch noch rechtfertigt. Also ich wusste dann ganz, ich könnte bestimmt Begründung geben, warum ich etwas oder jemanden nicht mochte. Ich habe es rechtfertigt, dieses Mögen und Nicht-Mögen, und habe dann natürlich dadurch eine Gewohnheit für die Zukunft, habe natürlich dann für die Zukunft auch eine Gewohnheit gemacht.
Ja, und dann kam ich mit dem Buddhismus in Berührung und habe eben diese erwähnte Metta-Bhavana, liebende Güte-Meditation, kennengelernt. Und in der vierten Phase dieser Meditation versucht man auch liebende Güte, Wohlwollen für die Menschen zu entwickeln, die man nicht mag. Und ich habe einige Zeit lang diese Meditation geübt, ohne irgendwas Besonderes, ohne irgendwelche besonderen liebende Güte, Glücks oder sonst wie positive Gefühle. Und da hatte mir auch eine Lehrerin geholfen, die sagte, allein nur zu denken, ich wünsche jemandem was Gutes und wohlwollend und möge es ihm gut tun, das hat eine Wirkung. Das habe ich dann gemacht, ich kann jetzt nicht mehr sagen, wie lange, aber nach so einer gewissen Zeit, sage ich mal ein Jahr, habe ich plötzlich gemerkt, dass ich nicht mehr so stark wie früher spontan ablehnte, ich glaube, es ablehnen war stärker, spontan Menschen ablehnte und mit denen nichts zu tun haben wollte, dass ich eine größere Akzeptanz und Offenheit für die Menschen entwickelt habe, die mir spontan nicht unbedingt so gerade sympathisch waren. Und ich weiß noch, und ich finde es immer noch faszinierend, ja, wie sowas wirken kann, also wie stark so eine Wirkung sein kann und so eine tief eingefleischte Gewohnheit von, was weiß ich, ich habe mit Ende 20 angefangen zu meditieren, von sozusagen fast 30 Jahren Gewohnheit, dann durch, sag ich mal, ein Jahr Meditation, konnte daran was bewegt werden. Also, wir haben viel in unserer Hand, was wir tun können. Und trotzdem, es gibt auch so viel zu tun, dass wir auch Geduld haben müssen mit den Ergebnissen. Ja, über Karma ließ sich natürlich noch viel sagen, aber ich wollte nur hauptsächlich mit dem Missverständnis aufräumen von dem Vergangenen, dass es nicht Karma ist, sondern dass das etwas ist, an dem wir nichts mehr ändern können, dass Karma nur das ist, was wir jetzt aktiv tun.